Liebe Neufahnerinnen und Neufahner, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich hier vor dem Rathaus unserer Gemeinde. Unser Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung im vergangenen Jahr den Haushalt verabschiedet. Der Haushalt ist die Planungsgrundlage für all die Maßnahmen, die unsere Gemeinde umsetzt in diesem Jahr und auch im Planungszeitraum der nächsten Jahre. Dieser Haushalt ist ausgedruckt, ein großes Werk von über 400 Seiten und basiert auf einer Vielzahl an Abstimmungen und Beratungen, sowohl innerhalb des Rathauses als auch natürlich dann auch mit dem Gemeinderat, ehe er dann zum Beschluss in der Sitzung vorgelegt werden wird. Unser aktueller Haushalt enthält erfreuliche Punkte, aber er macht auch die großen Aufgaben deutlich, die vor uns liegen. Erfreulich ist vor allem, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie uns weniger getroffen haben, wir glimpflicher davongekommen sind zum jetzigen Zeitpunkt, als wir dies anfangs befürchten mussten. Unsere erfreulichen Gewerbesteuerersteigerungen haben sich fortgesetzt, sodass wir im vergangenen Jahr in einer Größenordnung von 11 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen verbuchen konnten. Unsere Einkommensteuereinnahmen sind auch weiterhin sehr stabil, über 15 Millionen Euro. Das sind zwei maßgebliche Gründe dafür, dass wir mit einem gut im Überschuss gelandeten Haushalt 2021 abschließen konnten, dass wir die Zuführung für den Vermögenshaushalt auch sehr leicht bewerkstelligen konnten, Rücklagen aufgebaut werden konnten und auch der Schuldenstand nur deswegen gestiegen ist, weil wir ein Grundstück erworben haben. Bauchschmerzen auf der anderen Seite bereiten natürlich die Vielzahl an durchaus auch kostenintensiven Maßnahmen, die in diesem und im nächsten Jahr vor uns liegen. Das sind im schulischen Bereich der Bau der Doppelturnhalle an der Grundschule, ebenso wie die Containeranlage an der Grundschule oder auch der zweite Pausenhof, den wir in diesem Jahr nun an der Jo-Michali-Mittelschule angehen werden. Im Bereich der Kindertagesstätten ist es der Ersatzbau an der Diedersheimer Straße und mittelfristig steht ja auch der Ersatzbau für die Containeranlage am Keltenweg an. Viel Geld wird uns natürlich auch der notwendige Neubau bzw. die Renovierung des von Anfang an schon mit Schwächen erbaut, der von Anfang an mit Schwächen erbauten Brücke am Kurt-Kittel-Ring sein und kosten. Die Renovierung des Mesnerhauses, des einzigen säkularen denkmalgeschützten Gebäudes in unserem Ort, wird nach einigen Jahren mit verschiedenen Abwägungen und Prozessen nun endlich auch gestartet und umgesetzt werden können. Wir werden als Gemeinde die Straßenbeleuchtung gemeindeweit rekommunalisieren und in diesem Zug auch modernisieren und auch ökologisch aufwerten. Die sehr in die Jahre gekommenen Radabstellanlagen am Bahnhof werden wir neu errichten und hier auch ein sehr gutes Förderprogramm in Anspruch nehmen können, sodass sich die Kosten einigermaßen in Grenzen halten. Zu diesen konkreten Maßnahmen kommen natürlich auch immer wieder auch regelmäßige Anschaffungen, etwa im Bereich für unsere Feuerwehren, die sehr wertvolle Arbeiten machen, aber auch die EDV für Rathaus, für die schulischen Einrichtungen, wo wir Sachaufwandsträger sind, hinzu. Zu diesen Maßnahmen sind auch mittelfristige Projekte zu zählen, die wir auch zumindest in den nächsten Jahren dann angehen werden. Der Nachfolgebau für die alte Halle, der Bau der dritten Grundschule und verschiedene andere Großprojekte stehen ja ebenso an. Es geht unserer Gemeinde letztlich so, wie es nicht wenigen anderen Kommunen in unserem Land geht. Auf der einen Seite nehmen die Pflichtaufgaben, aber auch all die Wünsche und Anforderungen, was eine Gemeinde für das Leben der Bürgerinnen und Bürger bieten soll, permanent zu. Und auf der anderen Seite ist die finanzielle Ausstattung trotz mancher staatlicher Förderprogramme nicht so, dass sie im gleichen Maße zunimmt. So wäre, kann ich nur das, was immer wieder auch gesagt wird von Seiten kommunalpolitischer Vertretungen, auch als Neufahrner Bürgermeister unterstreichen, dass wir als Kommunen dringend eine grundsätzlich bessere Finanzausstattung benötigen. Meine Damen und Herren, liebe Neufahnerinnen und Neufahner, ein Haushalt ist aber auch mehr als Zahlen. Es ist die verbindliche Planungsgrundlage für die Gemeinde und deswegen möchte ich diese Haushaltsvorstellung verbinden, auch mit der Erinnerung daran, dass wir in Bayern vor kurzem
das 75-Jahres-Jubiläum unserer Verfassung begangen haben. Genau am 8. Dezember 1946 hat der damalige Ministerpräsident Wilhelm Hoegner diese in Kraft gesetzt. Und diese bayerische Verfassung ist bis zum heutigen Tag ein sehr, sehr wertvolles Grundlagendokument für unser Zusammenleben in unserem Freistaat. Und vor allem betont diese Verfassung auch, dass Demokratie und Zusammenleben sich von unten her aufbaut. Und das begründet auch, warum hier in Bayern die Gemeinden und Städte und auch die Landkreise so eine wichtige, auch verfassungsmäßige Grundlage haben. Aber Demokratie von unten wird nicht nur in Sonntagsreden gesprochen, sondern sie muss auch ganz konkret gelebt werden. Und gerade die Abwägungen, die Beratungen, das Ringen, dass jede Haushaltsverabschiedung zugrunde liegt, ist gelebte Demokratie von unten. Und deswegen möchte ich abschließend zu dieser Haushaltsvorstellung sowohl den Mitgliedern unseres Gemeinderates als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus sehr herzlich danken für diese Arbeit, die auch dieses Jahr wieder in die Erstellung des Haushaltes gelegt wird. Demokratie von unten bedeutet oft auch viel kleinteilige Arbeit und dafür einen herzlichen Dank an alle Beteiligten.